Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch zwei Molcharten zeigen, die bei unserem Teich wohnen, also in unserem Garten. Die habe ich jetzt aus unserem Biotop. Zum einen dieser Teichmolch und zum anderen dieser große Kammmolch. In unserem Tümpel haben wir nicht nur diese eine Molchart, sondern auch die Kammmolche. Da sieht man einen kleinen Größenunterschied. Ich setze die wieder zurück, wo ich sie habe. Also, auf Wiedersehen. Und noch einen Molch habe ich gefunden. Der hat genauso wie der andere Kammmolch einen orangenen Bauch. Der andere hat Tupfen, der nicht. Wildtiere und vor allem Amphibien sollen natürlich nicht angreifen. Aber ich habe sie auf die Seite geben müssen, weil ich habe ein paar Algen aus dem Biotop entfernt. Und da wären sie sonst möglicherweise dann hängen geblieben. Und das wollen wir nicht.